Das war der 6. Tag. Wow. Und wir sehen uns jetzt wieder bei Kichel. Tag 7. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Gommisse schlafen. Drum schlaf auch du. Vor dem Bettchen stehen zwei Schuh und die sind genauso müde. Drum schlaf auch du. Und das war schon wieder eine Aufführung. Yeah! Ja. Meine Frisur ist deiner schon ein bisschen ähnlich jetzt. Ne? So langsam hast du eine gesunde Gesichtsfarbe. Was für dich gesund ist. Bist du ein Adams? Wahrscheinlich. Oh. Cool. Nicht mehr Kniechel, sondern Glatzel. Bitte? Bitte, so heißt eine Freundin von mir mit Nachnamen. Glatzel? Ja, Mareike Glatzel heißt die. Glatzel? Ja, Glatzel. Was heißt das jetzt? Und die Sapsi Finn ist auch da. Hey. Also du bist aber jedes Mal immer dabei. Na klar, die letzten vier Aufführungen sind immer dabei. Die letzten vier. Die letzten vier Aufführungen ist immer da. Sieht so süß aus. Was? Das ist für süß. Okay, da musst du wohl noch ein bisschen an dir arbeiten, wenn sie das süß ist. Ja, aber so magisch wie du vor dem Mond werde ich nie aussehen. So sieht ein Mensch aus, der heute leider auf ein Bier verzichten muss. Ich hätte heute ganz gerne ein Bier getrunken. Janni ist da, ich werde nicht hören. Janni ist da. Ey, kennt ihr noch die goldene griechische Show? Kennt ihr noch den Butler Thunders? Den hat er ja gespielt damals. Erkennt man so gar nicht mehr wieder, ne? Ja, vielleicht mit so einer Gesichtserkennung. Du bist ja irgendwie abgenommen, hast du schon wieder. Und der André ist auch da. Ja, wie geht's dir? Ja, grüß dich. Oscar, die hat geil gespielt. Ja, danke. Guck mal, was haben wir widerliches. Hä, echt, ey, mit Blüten dran. Was aber ist das denn? Aber ich kann, ich habe dir auch eine Schere mit. Das war der 7. Tag und gleich kommt... Wir haben den 8. Tag. Hier werden wieder persönliche Dinge in die Programmhefte geschrieben. Das ist bei uns so Sitte. Als du in dem anderen Vlog von Double Bass gesprochen hast, da dachte ich eigentlich, du meinst das mit zwei Bassisten. Ja, eigentlich ist es Double Bass. Ah, alles klar. Okay. Jetzt habe ich mir da gerade irgendeine Wunde hingemacht und das Blut hat Janina mir für die Maske da was draufgeklebt und meinte, jetzt habe ich die japanische Flagge auf der Stirn. Nikle Sensei. So ein Sprayen wäre geil gewesen, so für die Glatze. Er wäre das in 2 Sekunden gemacht. Einsingen. Ey, JT hat übrigens doch noch ein Bier bekommen. Ich hab noch mein Bier bekommen. Das wäre ja dann Biercounter 7! Hier ein Bild von der Übergabe. Ne? Ja, stimmt. Ungefähr jetzt über Björns Kopf. Weil es keins gibt alles, wir sind hier mitten in einem gottverlassenen Park. Ich kann diesmal leider gar nicht die Band filmen während der Aufführung, weil man sie die ganze Zeit sieht. Aber hier seht ihr sie mal. Da sind die beiden Flötenspieler. Ich sag dazu nichts mehr. La musica, por favor. Che passa? Das sage ich, ich will ein Familienfoto machen. Da sagt sie, ausgerechnet heute, wo ich meine Monsterbrüste habe. Was spricht denn dagegen? Die sind wunderunterschiedlich groß. So sind wir immer noch vor der Aufführung, sitzen wir hier noch. Und da gehen gleich die Ahnen rein. Man sieht schon. Wie ist denn die Stimmung hier eigentlich immer so vor der Aufführung? Ja, was machst du denn hier? Ich bin der Versicherungsahn. Der Versicherungsahn. Hast du jetzt nicht geahnt, ne? Ja, so sieht es hier also immer vorher aus. Und so sieht es hier vorher aus. Und da ist das Publikum. Da ist das Publikum. Nerd steht gleich auf und macht Ärger. Jetzt kommt unsere einzige Szene hier. Zusammenspielen. Oh, die ist schön, die Szene. Ich bin gerade Gollum. Mein Schatz. Meine Falten sind weg, kann das sein?
Also man sagt die Wahrheit, sagst du scheiße alt aus, auf jeden Fall. Aus der Entfernung könnte man das schon sagen. Sehen Sie nicht bezaubert uns. Ich kann nicht mehr. Ja, es ist verdammt warm hier. Ja, also ich habe mich hier schon ausgezogen. Doch, habe ich. Doch, wirklich, habe ich. Nein, Michael ist eigentlich gerade in seinem richtigen Fernzug. Mein Leben. Ich mache die Tür auf und wer kommt rein? Mortisha. Anna und ihr IQ. I und Q. Der trinkt aus. Ist das eklig? Das ist seit 2 Wochen nicht gewaschen. Das Glas ist seit 2 Wochen nicht gewaschen. Mir ist gerade die Brille auf der Bühne aus der Jackentasche gefallen. Oh, scheiße. Auf der Bühne. Scheiße. Tisha, hol dir den Koffer. Jetzt kommt mal Lurch und hol das Telefon. Du brauchst jetzt nicht mehr langsam. Gespräch zum Mond. Sie ist weg, was? Sie steht am Tor mit ihrem Koffer. Das ist das Ende der Familie. Ist das die Tat in der Mann? Er sagte gestern, du bist ein kluger Knopf. Wenigstens habe ich nicht Klops gesagt. Das stimmt. Es ist da, ja, jetzt verdrücken sie sich, weil die Kamera kommt. Was guckst du so traurig? Oh, oh, danke schön. Danke schön, das ist aber nett. Hey, die Milf ist auch da. Benita ist auch da. Was ist denn los? Was denn? Was denn? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, was ist denn das? Oh, oh. Oh, Biercounter 8 und 9. Das mit dem Bier ist eigentlich ein ziemlich gut. Scheiße, scheiße, dass du nicht drauf gekommen bist mit irgendwas anderem, ne? Mit Steaks Martin, oder so. Martin, ja, jetzt ist das so spät. Aber Achtung, Achtung, Achtung. Nächstes Jahr spielen wir Rent. Ich habe gehört, jeder, der kommt, der bringt mir einen Geschenkkorb mit. Und der Biercounter geht immer weiter, auch wenn Grieche nicht mehr dabei ist. Mach einen eigenen Kanal, ist der Biercounter heißt. Einen großen Korb mit Früchten drin und Käse und Wein. Ja, alles klar. Ich begrüße lieber erstmal die beiden. Hey! Hallo! Hallo, wer seid ihr denn? Claudia und Jan aus Burgwedel. Der Freddy ist da! Und ich hab mich ihm ein bisschen angepasst. Aber jetzt muss ich mir mal wieder ein Bart wachsen lassen. Übermorgen kann ich wieder Haare wachsen lassen. Heute war schon der 8. Spieltag. Jede Besetzung noch einmal. Wir sehen uns bei Tag 9! Und St. Patrick's Day! Und Tisha hat halt die Hosenträger. Nach Backstage. Bio-Brause. Hammer. Heute nicht. Das war die letzte. Oh, Scheiße.